So, wir sind immer noch in Lerneinheit 5. Upsala. Das wollten wir nicht haben. Lerneinheit 5, ausgewählte Geschäftsvorfälle in Industrieunternehmen. Jetzt Warenverkehr in Handelsunternehmen. Wobei geht es hier? Naja, ein Handelsbetrieb ist dadurch gekennzeichnet, dass die Hauptaktivität darin besteht, Waren einzukaufen und dann wieder zu verkaufen. Und das ist die Geschäftsgrundlage eines Handelsbetriebs. Und wenn wir dann eben den Transformationsprozess, so wie wir ihn am Anfang des Semesters kennengelernt haben, wenn wir den eben aufschreiben für einen Handelsbetrieb, dann sieht er eben ein bisschen anders aus, weil hier im Betrieb gibt es keine wesentliche Änderung der Waren, sondern sie werden genauso weiter verkauft. Der Betrieb ist hauptsächlich damit beschäftigt, die eben mit einem bestimmten Markup weiterzuverkaufen. Denken Sie an das Beispiel zurück, das wir bei der Mehrwertsteuer hatten mit der Brauerei, ne? Und dem Getränkehändler. Der Getränkehändler kauft es ein und verkauft es weiter. Das Hotel kauft es wieder vom Getränkehändler ein und verkauft es weiter, ne? In dem Sinne wären die beiden dann in Bezug auf das Bier jeweils ein Handelsbetrieb und ein Betrieb, der eben auch schließlich sowas macht, zum Beispiel der Getränkehändler ist eben ein Handelsbetrieb. Und das ist ein besonderer Fall und das muss eben buchhalterisch auch festgehalten werden. Wie macht man das? Wir haben das sogenannte Warenkonto. Das Warenkonto ist ein gemischtes Konto. Warum nennt man es so? Weil es sowohl einen Bestands- als auch einen Erfolgsanteil enthält. Bei Abschluss des Warenkontos werden somit das Schlussbilanzkonto und das GOV-Konto betroffen. So, schauen wir uns den Aufbau an. Dem Aufbau nach ist es wie ein Aktivkonto. Wir haben also einen Anfangsbestand an Waren bewertet zu Einkaufspreisen. Auf der Soll-Seite, auf der Haben-Seite haben wir natürlich die Abgänge bewertet zu Verkaufspreisen, klar. Und der Schlussbestand. Außerdem erfasst man Rücksendungen und Preisnachlässe. Dabei werden Rücksendungen an bzw. Preisnachlässe von Lieferanten, die zu Einkaufspreisen bewertet sind, auf der Soll-Seite gebucht. Also hier werden in einem Geschäftsjahr alle im Anfangsbestand enthaltenen und durch Zukäufe erworbenen Waren weiter veräußert, erhält das Warenkonto den Charakter eines Erfolgskontos. Und die Behandlung von Rücksendungen und Preisnachlässen ist in Buchungen im Ein- und Verkaufsbereich ähnlich. Insgesamt ergibt sich für das gemischte Warenkonto folgendes Bild. Der Saldo stellt einen sogenannten Warenrohgewinn dar, der die Preisdifferenz zwischen Wareneinkaufspreisen und den Warenverkaufspreisen zum Ausdruck bringt. Und diese Darstellung, so wie es hier steht, alles in einem, also Ein- und Verkauf in einem großen Konto, hat natürlich den Nachteil, dass es sehr unübersichtlich ist, weil da unglaublich viele Geschäftsvorfälle dann da drin auftauchen. Und außerdem haben wir hier die bisschen unschöne Sache, dass im Soll und im Haben auf unterschiedlichen Wertebenen gebucht wird. Ne? Links zu Einkaufspreisen, also teilweise zu Einkaufspreisen, teilweise zu Verkaufspreisen, je nachdem, was hier gebucht wird. Und deswegen, um das übersichtlicher zu machen und zu vereinheitlichen, wird das Warenkonto in der Praxis unterteilt in ein Wareneinkaufskonto und ein Warenverkaufskonto. Das Wareneinkaufskonto erfasst alle Wareneinkäufe und damit zusammenhängende Geschäftsvorfälle, also alle Warengeschäfte mit den Lieferanten. Das Warenverkaufskonto enthält, habe ich das hier? Nee. Das Warenverkaufskonto enthält alle Warengeschäfte und damit zusammenhängende Geschäftsvorfälle, also Warengeschäfte mit den Lieferanten. Genau, Wareneinkauf, Warenverkauf. Irgendwas ist hier in meinen Notizen durcheinander gekommen. Deswegen habe ich kurz gestutzt. Im Unterschied zum Warenkonto, wie wir es eben hatten, sind auf den untergegliederten Konten nach Kauf und Verkauf die Wertansätze die gleichen. Auf dem Wareneinkaufskonto wird nur zu Einkaufspreisen gebucht, auf dem Warenverkaufskonto zu Verkaufspreisen. Auf der Sollseite des Wareneinkaufskonto befinden sich der Anfangsbestand und die Zugänge. Auf der Habenseite eventuelle Rücksendungen, Preisnachlässe, und dann haben wir eben ein Saldo,
Das ist der Wareneinkaufswert. Schauen wir uns einfach ein Beispiel an. Die Textilhandels-OHG, das Unternehmen von mir aus, kauft Waren im Wert von 20.000 Euro plus 10% Umsatzsteuer auf Ziel. Der Anfangsbestand 10%, das sind 19%, das ist falsch im Text, also 19% natürlich, das ist ein Standardkauf. Kauft Waren im Wert von 20.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer auf Ziel. Der Anfangsbestand an Waren zu Beginn des Jahres betrug 5.000 Euro. Hier haben wir den Anfangsbestand. Die Buchungen lauten dann wie folgt. Wareneinkauf 20.000 und Vorsteuer 3.800 an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 23.800. Sie sehen hier, haben wir einen Zugang auf dem Wareneinkaufskonto, Vorsteuer und unsere Verbindlichkeiten erhöhen sich dementsprechend auch um 23.800. Der Inhalt des Warenverkaufskonto ergibt folgendes Bild. Auf der Sollseite haben wir eventuelle Rücksendungen bzw. Preisnachlässe an Kunden, also Rücksendungen von und Preisnachlässe an Kunden. Auf der Habenseite haben wir die Warenverkäufe, alles bewertet zu Verkaufspreisen und einen Saldo, den nennen wir dann Umsatzerlöse. Beim Warenverkaufskonto handelt es sich um ein Erfolgskonto, weil es keine Bestände enthält. Und aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Kontrolle werden die Rücksendungen und Preisnachlässe meist auf ein separat eingerichtetes Unterkonto erfasst. Und die Salden von diesen Unterkonten werden über die jeweiligen Warenkonten abgeschlossen. Schauen wir uns auch da ein Beispiel an. Wir verkaufen Waren im Wert von 2.975 Euro inklusive 19% Umsatzsteuer gegen Barzahlung. Den Buchungssatz können Sie im Schlaf, also hier der Bruttobetrag, geht in die Kasse ein, haben wir Warenverkauf, weil es eben nicht Umsatzerlöse hier sind, sondern weil wir ein spezielles Konto Warenverkauf haben, buchen wir es da drauf und das ist der Nettobetrag und dann hier noch die Steuer, die wir zu zahlen, die wir kriegen beim Verkauf. Genau, und dann sehen Sie hier, im Haben erhöht sich quasi das Ertragskonto Warenverkauf. Gehen wir zum Abschluss der Warenkonten, dann sind wir auch schon durch. Auf dem Wareneinkaufskonto ist bislang der Saldo der gelieferten Waren bewertet zu Einkaufspreisen ersichtlich, aber kein Warenendbestand. So. Dazu sind noch die Abgänge an Waren durch den Verkauf zu berücksichtigen, der sogenannte Wareneinsatz. Der Wareneinsatz ist die bewertete Menge der Güter, die verbraucht wurden, um die auf dem Warenverkaufskonto erfassten Erlöse zu erzielen. Von diesen Umsatzerlösen müssen die Einstandspreise und die weiteren mit der Handelstätigkeit entstandenen Aufwendungen natürlich abgezogen werden. Der Warenabgang kann relativ einfach durch die Inventurmethode ermittelt werden. Dazu wird der Endbestand an Waren zu Einkaufspreisen am Ende des Geschäftsjahres durch Inventur ermittelt. Haben wir dann hier eingetragen und im aktiven Bestandskonto Wareneinkauf gebucht. Und dann ergibt sich ein Saldo aus Anfangsbestand und Zugängen abzüglich Korrekturen und Endbestand laut Inventur. Und das nennt man dann eben Wareneinsatz. Was macht man mit diesem Wareneinsatz? Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist das sogenannte Bruttoabschlussverfahren, das wir uns auch jetzt direkt anschauen. Bei diesem Verfahren werden sowohl das Wareneinkaufskonto als auch das Warenverkaufskonto direkt beide über das GOV-Konto abgeschlossen. Dann erhält das GOV-Konto die Umsatzerlöse in Form von Verkaufspreisen der Waren, den Wareneinsatz zu Einkaufspreisen der entsprechenden Waren sowie die weiteren Aufwendungen aus der Handelstätigkeit. Die daraus errechnete Differenz ist dann eben der Periodenerfolg, Gewinn oder Verlust. Auf dem Wareneinkaufskonto ergibt sich ja, haben wir eben zweimal schon gesagt, aus Anfangsbestand, Zugängen, Korrekturen und Endbestand ergibt sich ein Saldo, der Wareneinsatz, und den buchen wir ins auf die Sollseite des GOV-Kontos. Der
Endbestand hier ist natürlich aus der Schussbilanzkonto. Und beim Warenverkaufskonto sind alle Verkäufe abzüglich irgendwelcher Korrekturen auch zu entnehmen. Und die Differenz stellt eben die Umsatzerlöse dar. Und diese werden als Saldo auf der Habenseite im GOV-Konto erfasst. Weitere Aufwendungen werden hier noch eingetragen, weitere Erlöse, wenn wir noch irgendwas gehabt hätten. Aber bei einem reinen Handelsbetrieb sind die Umsatzerlöse der Warenverkauf. Ne? Da gibt es keine anderen Erträge. Und deswegen haben wir dann nur noch weitere Aufwendungen, die entsprechend aufgetreten sein könnten. Und je nachdem, ob wir mehr Erlöse haben oder mehr Aufwendungen, haben wir dann Gewinn oder Verlust. So, das Nettoverfahren ist ein bisschen anders. Das ist dann so ähnlich, wie wenn Vorsteuer und Umsatzsteuer abgeschlossen werden. Bei Anwendung des Nettoabschlussverfahrens wird das Wareneinkaufskonto über das Warenverkaufskonto abgeschlossen. Und der dort entstehende Saldo wird als Gewinn oder Verlust aus dem Warengeschäft im GOV-Konto gegengebucht. Okay? Also hier der Saldo Wareneinsatz geht rüber ins Warenverkaufskonto. Und dann errechnet sich hier schon quasi der Gesamtsaldo aus der Waren-Ein- und Verkaufstätigkeit. Und das ist eben direkt schon der Gewinn oder der Verlust aus Kauf und Verkauf von Waren und dient im GOV-Konto dann der Ermittlung des Periodenerfolgs. Ne? Also hier, Saldo Warenverkauf ist dann direkt hier eingetragen. Und wenn wir dann eben noch die weiteren Aufwendungen berücksichtigen, ergibt sich dann als Saldo im GOV-Konto wiederum Gewinn oder Verlust. Das ist eigentlich alles. Muss natürlich im Ergebnis zum Gleichen führen. Man könnte sagen, das Nettoabschlussverfahren ist ein bisschen übersichtlicher, weil im GOV-Konto nur eine Saldogröße auftaucht. Aber im Endeffekt ist es Geschmackssache oder manchmal vielleicht auch irgendwelche rechtlichen Regeln.